Ganz einfach das richtige Sofa finden für Ihren Sofakauf. Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt und das ist das Thema der Woche. Mit einfachen Tipps können Sie Fehler vermeiden bei Ihrem Sofakauf. Es ist ja auch nicht so einfach. Erstens kauft man nicht jeden Tag ein Sofa und zum Zweiten gibt es heute sehr große Auswahl und ich kann mich deshalb auch ganz leicht verkaufen. Fragen Sie sich zuerst, was bin ich, was ist meine Familie für ein Sitztyp? Sind Sie wie ich eher ein Lümmler, also jemand, der sich gerne langlegt, der sich ausbreitet, oder wollen Sie lieber sitzen? Ja, wenn Sie sitzen wollen, brauchen Sie einen Sitz mit weniger Sitztiefe und am besten noch einen Hochlehner, wo Sie die Schultern anlegen können. Es gibt übrigens auch Sofas, die beides können, mit Funktionen, mit Verstellfunktionen, wo Sie dann mehr Sitztiefe haben und sich bequem hinlegen können. Zweite Frage, welche Formen, welche Farben gefallen Ihnen? Ist Ihr Ding ein schlichtes Grau oder ein Schwarz oder ein Weiß mit etwas opulenten Formen oder gehen Sie eher auf kubische Formen und Naturfarben wie hier, Naturmaterialien wie hier dieses tolle Leder von Tommy M. Oder ist für Sie das Richtige eine grazile Form hier mit diesen Spitznähten und mit dieser grazilen Armlehne. Hier übrigens ein Himola-Modell Planopoli Motion 4.0 mit integriertem Wall-Free-Beschlag. Also der Markt gibt alles her. Fragen Sie sich, welche Farben und Formen gefallen Ihnen. Und der dritte Punkt ist, wie viel Platzbedarf habe ich und wie viel Platz habe ich überhaupt? Fragen Sie sich, wie viele Personen in der Familie sitzen regelmäßig auf Ihrem Sofa? Und nur die zählen. Und die Verwandtschaft zählt gleich gar nicht, weil die sitzt am Esstisch. Wenn Sie zu zweit sind und gerne nur sitzen, reicht vielleicht ein solches Sofa. Wenn Sie zu dritt sind und gerne chillen, brauchen Sie vielleicht sowas wie Epos von Koinor mit Verstellmöglichkeit. Wenn Sie aber gerne sich lang hinlegen, kann auch eine Eckgarnitur das Richtige für Sie sein, wo einer so liegen kann und einer so. Also Platzbedarf und Platz, den Sie haben, ist der dritte Punkt. Und mein Tipp zum Schluss, bleiben Sie flexibel. Schießen Sie sich nicht auf eine Marke oder ein Modell ein. Dann können Sie ein Schnäppchen machen und in unserem Outlet sogar doppelt. Einfaches Sofa kaufen mit meinen drei Tipps. Ich hoffe, ich konnte Ihnen helfen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich gerne kontaktieren. Folgen Sie uns auf YouTube und auf Instagram und bleiben Sie uns gewogen. Danke und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt von profischnapp.de.